Hallo, liebe Patientinnen, Patienten, Patientenvertreter und Interessierte. Der ESMO 2021 ist gerade vorbei. Einige waren in Paris vor Ort, viele haben sich digital dazugeschaltet. Es wurden spannende Themen diskutiert. Und für mich, ich verfolge seit vielen Jahren internationale und nationale Krebskongresse. Und ich muss sagen, dieser ESMO war ein ganz besonderes Highlight, weil es so überragende Daten gab und so viel Hoffnung für uns Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Bei Brustkrebs, die durchschnittliche Überlebenszeit von 3 Jahren, von der wir immer noch leben, wird in einigen Krebsarten schon deutlich gesprengt. Und das hat der Kongress gezeigt. Die Zeit ist auf unserer Seite. Hören Sie unbedingt rein, was es Spannendes zu berichten gibt. Und ich habe diese spannenden Daten mit Frau Professor Habeck diskutiert. Und ich glaube, eine bessere Expertenmeinung hätten wir auch gar nicht haben können. Frau Professor Habeck, was waren Ihre Highlights aus dem Kongress? Ja, liebe Frau Schumacher-Wolf, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein durfte dieses Jahr und das wieder mit Ihnen diskutieren durfte. Mein persönliches Highlight war die Daten zum metastasierten Mammakarzinom. Wir haben hier, um es nochmal als Stichwort zu nehmen, zu drei Studien, zu drei verschiedenen Tumorbiologien und alle mit einem Überlebensvorteil. Mona Lisa 2 Studie zum ersten Mal im Median das Überleben über 5 Jahre bei metastasierter Brustkrebserkrankung hier mit Ribociclib. Dann die Keynote 355 Studie, Erstlinientherapie, triple-negatives Mammakarzinom, ein Überlebensvorteil durch Pembrolizumab zusätzlich zur Chemotherapie. Und last but not least, vielleicht das absolute Highlight des ganzen ESMO-Kongresses, die Destiny Breast 03 Studie, Zweitlinienstudie, HER2-positives Karzinom und hier das TDXD, wirklich deutlich besser als der bisherige sehr, sehr wirksame Standard des T-DM1 mit einer Verbesserung im progressionsfreien Überleben und einer Hazard Ratio von 0,28. Das ist deutlich, sowas haben wir bei Brustkrebs noch nie gesehen. Und deswegen denke ich, lohnt sich's, die Beiträge nochmal genauer anzuschauen und wie wir die zusammen diskutiert haben.